Tutengag, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SnowRunner. Es regnet, es schneit nicht, es regnet. Super, da kiekt der doof aus dem Fenster, guck mal. Hallo. Pass mal auf, wir machen heute mit dem übel geilen Expeditionsfahrzeug hier so eine vibro-seismische Untersuchung. Ich glaube, die suchen Godzilla oder so, keine Ahnung. Wir machen uns mal auf die Spur, oder? Wir finden erstmal den Nordpunkt. Ich glaube, wir müssen gucken, dass sich die Entfernungen immer verkleinern, bis wir dann da sind, oder? Ich glaube, wir haben das schon mal irgendwann gemacht. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wir machen erstmal Licht an der Kachel und dann eiern wir mal los. Der Nordpunkt. Warte mal, kommen wir von hier oben irgendwo dahin? Nee, ich glaube, wir fahren erstmal den Weg bis hier oben hoch, oder? Zu diesem Turm? Ist das hier? Ist das ein Aussichtsturm? Ich glaube, ja. Nee, wir fahren da mal hin. Oder soll das der so ja sein? Ich bin mich nicht sicher. Wir gucken mal. Ja, okay. Abfahrt. So. Der Nordpunkt, der wird dann auch relativ einfach sein, oder? Die erste Koordinate. Ich hoffe, das ist machbar. Ich hoffe, wir kippen mit der Karre nicht um. Das wäre ja grauenvoll. Der ist zwar sehr geländegängig, aber der hat einen übel hohen Schwerpunkt. Also ne, mit Umkippen und so, das ist glaube ich sein Ding. Notfalls muss er quasi im 100 ran und den wieder gerade ziehen. Aber wir nähern uns, schau mal. Das ist aber auch hoffentlich das richtige Pferd dafür. Von der Entfernung her. Ah, wird immer besser, immer besser. Wir kommen immer dichter. Ist zwar noch eine Weile weit weg, aber... Okay, jetzt entfernen wir uns wieder. So, warte mal, bis wohin? Ich würde hier den Weg hochfahren, oder? Was haltet denn davon? Lass mal machen. Keine Ahnung, was das hier wird heute. Vielleicht wird es auch cool. Mal gucken. So, komm mal hier aus der Furche raus, mein Kleiner. So. So, jetzt machen wir hoffentlich Meter gut. Jetzt müssen wir dichter rankommen. Vielleicht mal mit einem LKW in die fahren? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Würde mich sehr wundern. Sieht eigentlich übel cool aus, das Gerät. So. So, 566, 559, 555. Ich würde erstmal den Weg hier... Na... Oh, geil. Guck mal, wie der sich hier durchknattert. Geil. Geil. Es ist halt immer schade, dass sie so doll am Gang mit immer hängen bleiben und dann quasi immer stehen bleiben und wieder neu anfangen müssen. Einfach durchziehen. Wäre bald das Beste. Ich glaube, mit einem Scout waren wir mal hier, oder? Für Beobachtungstürme freischalten, könnt ihr mir vorstellen. ...419, 414, 419, ja, wir kommen der Sache immer näher und näher. Hier ist eine komische Brücke. Ich weiß noch nicht, ob die Brücke cool ist. Oh, da kommt doch eine bessere. Krass. Die hat eine übel Schräglage. Nicht, dass wir da abschmieren. Oh Gott. Ah, so lenkwillig ist der nämlich auch nicht. Und guck mal hier, die Bretter, die wackeln doch. Voll geil. Ich würde hier weiter hochfahren. Wollen wir mal probieren? Mal gucken, was passiert. Ey, nur geile Bilder hier. Was ist denn schon wieder heute?
Aha! Ja, wir sind glaube ich noch auf Kurs. Zwei Drittel haben wir schon weg. Von der Entfernung. Also so weit können die mehr sein. Aber wir müssen mit dem Ding über... Alter, cool, wie der sich verschränkt. Gott, nicht, dass er umkippt. Aber wir müssen mit dem Ding durch die ganze Map fahren, ne? Wir fahren mal den Weg hier weiter. Hier oben ist ja voll schön mit der Hütte und alles. Nee, hier waren wir noch nicht, oder? Und wenn ja, kann ich mich da absolut nicht dran erinnern. Na, den Schuppen kriegen wir leider nicht weggehupt. Schade. Aber ich glaube, ab hier heißt es auf eigene Faust querfeld ein, oder? 2, 23, 22, 21. Sag mal her. Kann doch sein, dass wir dahin müssen. Würde ich fast sagen. Wir fahren mal weiter. Gott, die Kameraführung. Bin aber sehr froh, dass der Waldboden einigermaßen befahrbar ist hier. Wir entfernen uns, wir entfernen uns, wir entfernen uns. Es ist die Frage, nach links oder nach rechts? Ich würde ja mal sagen, wir fahren nach links, oder? Ja, eindeutig die richtige Entscheidung. Aber halt nur 180 Meter. Naja, egal. Komm, wir fahren... Der fährt sich echt extrem gut durch den Wald. Wir müssen halt nur den Bäumen... Wird das Signal stärker oder soll ich schon scannen? Wir kommen der Sache dichter. Wir halten mal an. Können wir irgendwas machen? Nö. Anleuchten. Das können wir machen. Cool. Rundumleuchten sind an. Nachtanken, reparieren, Anhänger entfernen, Truckwechsel, Motor abstellen, Winde anbringen, reparieren, nachtanken, bergen, Fracht. Nö. Funktion B. Warte mal. Okay. Dann fahren wir einfach mal weiter. Wir werden es schon finden. Wir sind hier mitten im Saft, ne? Mittendrin. Geil. Geil, voll durch den Wald fahren hier. Der macht voll Bock. Sind wir bei Jurassic Park hier. Das ist ein absoluter Knaller, ey. Meter noch. Wird das Signal denn jetzt eigentlich noch stärker? Fängt der nochmal anders an zu piepen denn, oder? Wir sind gleich da. 21, 17, 16, 5. Hä? Meter. Okay. Noch weiter nach Norden, ne? Ja. Nein. Weiter runter, okay.
Ah! Geil. Okay, das war's schon. Gut. So, wir fahren zum Westpunkt, würde ich sagen, oder? Also erstmal runter Richtung Straße und dann zum Westpunkt. Und vom Westen fahren wir dann Richtung Süden. Also das war gerade schon mal ein bisschen cool. Das hat Spaß gemacht. Ich will jetzt hier nicht in diese dicke Furche hier reinfahren. Und wenn, dann würde ich gerne nebenher fahren. Ich hoffe, dass wir hier vernünftig wieder wegkommen. Mit dem Sprit könnte ein Problem eben bald, glaube ich, befürchte ich. So, wir machen mal ein paar Bäumchen platt. Und das sieht hier doch hart aus wie ein Weg, oder? Aber sowas von, na klar. Oh Gott, nicht so schnell, langsam, Junge. So, halt mal an. Ey, wir fahren aber hier... Kommen wir hier runter? Das ist ein bisschen sehr steil, oder? Kommen wir hier runter? Wollen wir mal probieren? Wir können uns jetzt so ganz hart auf den Maul legen, ne? So, wer nicht wagt, der nichts wagt. Wir fahren irgendwo mal... Oh Gott, diese schräge Kamera ist schon echt ekelhaft. So, wir lassen mal rollen. Okay, ging besser wie gedacht. Sehr schön. So nämlich. Okay, so, wo sind wir denn hier? Zeig doch mal her. Wir suchen jetzt den westlichen Punkt. Der müsste sein... Wo müsste der denn sein? Na, wahrscheinlich im Westen. Ih, da ist übel viel Sumpf. Na, mal gucken. Ja, warte mal, wo fahren wir da hin? Ich würde sagen, erstmal Richtung Farm, oder? Von da aus dann gucken, dass wir uns hier irgendwo lang schlängeln können. Vielleicht ist da doch recht geländegängig. Na, mal sehen. So, wo kommen wir denn hier überhaupt raus? Wir fahren erst zum Westpunkt. Mal sehen. Der gibt halt echt viel Kohle. 10.000 finde ich schon sehr, sehr viel. Wir müssen jetzt, glaube ich, nach links, ne? Ne, eigentlich geradeaus und dann... Ne, wir fahren nach rechts und dann... Okay. Okay. Ich sage ganz ehrlich, ich würde bald an der Tankstelle immer voll machen. Dann fahren wir immer hoch zur Tanke und dann machen wir weiter. Ist ja ein bisschen cool. Ich habe mich immer gefragt, wofür die Dinger sind, aber jetzt weiß ich Bescheid. Wir haben nämlich die Hälfte fast rausgehauen mit Sprit. Also saufen kann er wie ein Großer. So. Okay. Kommen wir von hier auch noch anders dahin? Ja, wir fahren einfach geradeaus weiter. Wie war denn der Weg hier oben? War der okay? Ich möchte sagen, wir sind hier schon ein paar Mal lang gefahren hier oben, oder? Über die Tanke. Sind wir hier nicht letztes Mal auch lang gekommen? Ja, stimmt, klar. Haben wir den MAN nochmal vor die Tank. Hier ist die Bienenfarm, genau. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab so Angst, dass die Karre hier abschmiert, ne? Wäre nicht das erste Mal, dass wir die auf die Seite legen. Ich glaube, das ist das Fahrzeug, was wir am meisten umgeworfen haben beim Fahren. Noch 600 Meter. Wir fahren mal Richtung Farm. Oh Gott, kipp ja nicht um, mein Freund. Bitte nicht. Wir haben keinen Kran, nicht dabei, ne? Yeah. Der lenkt aber schon schnell. Das ist der einzige Vorteil von dem Ding. Der ist verdammt manövrierfähig.
516, 512. Also wir sind doch auf Kurs. Wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns. Das ist schon mal sehr, sehr schön. 480. Oh Gott. Da war der Hintern aber in der Luft gerade. Oh, hier haben wir alles kaputt gefahren. Nicht stecken bleiben, nicht stecken bleiben. Nein! Los, Junge, wühl dich raus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Tu es. Junge, ist das hier ein Quark? Das ist schon ein bisschen cool. So. 419, 417. Jetzt ist die Frage, wo fahren wir lang? Fahren wir hier lang? Ja, das verkürzt die Entfernung um ein Vielfaches. Ist so Richtung Farm, alles klar. Jetzt wird es hier dunkel, da habe ich gar keinen Bock drauf. 390, 301, okay. Wir entfernen uns, zeig mal her. Das heißt, wir müssen hier lang weiter. Ich habe halt das Gefühl, das ist, warte mal, kann man das nicht kippen hier? Ich glaube, bald das ist da. Heißt, wir müssen. Es ist in der Nacht. Okay, ich hoffe, dass es der Tag wird. Ich habe jetzt hier dreimal aufgedrückt. Ich hoffe, dass die Sonne wieder aufgeht. 300. Ja. Wir müssen eigentlich hier quer durch den Saft. Will ich aber eigentlich nicht durchfahren. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Ich weiß es nicht. 371, 368, ja. Wir machen mal auf Low Range. Notfalls sind hier ein paar Bäume. Ich hoffe, dass die Winde lang genug ist. Ja, das ist aber ein dicker Quark hier. Junge. ...350, ja. Jetzt sind wir auf Kurs, alles klar. ...330... Jetzt kommen wir gut voran. Hä, hier ist ein Weg? Das ist ja voll cool. Der ist auf der Map gar nicht verzeichnet, oder? Oder doch, zeig mal. Naja, so richtig nicht. Gut, dann fahren wir den mal weiter. Mal gucken, wo der uns hier hinführt. So. 270. Das kann nicht mehr allzu weit weg sein. Ich will hier nur nicht so schnell fahren, sonst legen wir den Rücken auf der Seite. Kurz vorm Ziel, der ist ein bisschen doof. So, 250. Schön langsam, wenn der so anfängt zu bouncen, das ist, glaube ich, nicht so geil. 20. Jetzt wird 10. Ja, ey, wir nähern uns mit ganz großen Schritten. Das ist gut. 95, 91, 86, 80, 74. Das ist doch hier ein alter Cool. Der ist ein Weg. 59, 55. Oh, es wird heiß. Okay, die Entfernung steigt. Jetzt sag mir nicht, wir müssen in den Wald hochkrabbeln. Wie stehen wir denn? Wir müssen hier weiter nach rechts, ne? Oh, das ist hier mitten in den Sumpf. Wollen wir wetten? Ich will nicht in den Wald rein. Hier kommen wir nie wieder raus. Ich schweige dann irgendwie vorwärts. Wir hängen jetzt schon an den Ästen fest. Wir werden sie so festfahren. Yeah, einfach durch, Geronimo! Wir hängen jetzt schon. Der schafft es nicht zu drücken so richtig, ne? Schade eigentlich. Jetzt haben wir verkackt. Oh nö!
Kann. Boah, der schafft es hier an die Äste nicht vorbei, ne? Die Piepe ist auch sehr geil. Der schafft es dann nicht. Das gibt's doch nicht. Der gibt immer so ruckweise Ja's mit dem Ding hier. So, komm, die erste Achse ist ja nur schon durch da am Baum. Halt mal an. Können wir hier irgendwie mit der Winde was ausrichten? Zieh, Junge! Schafft er nicht. Der schafft es nicht an die Äste vorbei. Hör mal auf jetzt. Winde verbunden? Nee, warte mal. Dann machen wir das hier über ein Eck. Die würde wohl gelacht, oder was? Naja, guck mal. So geht das. Wohin genau? 107, 106, 105. 104. Hier sind wir in die Olmorast, in die Olmoor. Oh, ich will, nein, ich kann da nicht reinfahren. Wir entfernen uns auch schon wieder. Das heißt, wir müssen ja weiter nach unten. '95, '98. Die Piepe ist ein sehr schönes Geräusch. Hier lang, ne? 84, 80, 77, 73. Oh Gott, hier ist ja übelst die Kuhle. Nicht umkippen. Nein, 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 nein. Bitte nicht an den Ästen hängen bleiben. 35. Oh Gott, dieser Wald, der macht mich fertig. Passen wir da durch? Nee. Ach, toll. Müssen wir hier außen rum krabbeln. Das ist richtig Aufgabe, ey. Wir starten das ja einfach mal. Cool. Das war's schon. Dann, Leute, würde ich sagen, bewegen wir uns Richtung Süden. Wo stehen wir hier? Genau. Im A der Welt. War ja klar. Wir müssen den Wald zurückfahren. Und dann müssen wir höchstwahrscheinlich hier unten hin, ne? Haben wir eine Tankstelle auf dem Weg? Nee. Wahrscheinlich werden wir liegen bleiben mit Spritmangel, oder? Naja. Warte mal, wir brauchen die Fahrrichtung. Wir müssen noch weiter nach links. Okay, durch den Wald oder am Wald vorbei. Irgendwie irgendwas davon. Eine gute Idee. Das wird doch hier wieder nichts, oder? Ah, vielleicht doch. Oder auch nicht. Wir hängen jetzt schon fest. Mit Anlauf? Das könnte was werden. Was ist denn, wenn wir hier durchfahren? Ah. Komm, der hat sich so gut angestrengt. Jetzt mach bitte keine Faxen, sondern fahr einfach bitte. Hier hänge ich schon wieder am Baum. Oh Gott, ich hasse Wald. Was ist denn das hier? Ach du Schande, das ist ja die reinste Katastrophe. Katastrophe. Wir kommen hier raus, ne? Wir werden hier auf ewig festhängen. Na toll. Hm. Und nu? Ist hier irgendwie... Muss es doch eine Möglichkeit... Was sagt denn die Karte hier? Wir sind halt voll verloren, ne? Wir müssen hier oben auf diesen Bergpass kommen. Dann haben wir einigermaßen Glück. Der wäre der direkteste Weg hier lang. Oh je. Yeah.
Ich würde mal ein Stück zurückfahren. Und dann dadurch vielleicht. Wir werden hier so viel Sprit verbrennen in diesem verdammten Wald. Das geht gar nicht. Wäre besser, wenn wir uns bergen lassen, oder? Ja, da ist ein Baum. Ja, toll. Na los. Zieh durch, Junge. Ist da die Möglichkeit, dass wir hier lang kommen? Eventuell, vielleicht. Es wäre sehr schön, ja. Nein, da ist ein Baum. Und dazwischen passen wir nicht durch. Wollen wir wetten? Oi. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das hier? Jeder eine Kettensäge dabei? Wir müssen hier irgendwie wieder raus, Mann. Würde mich ungern jetzt bergen wollen. Wobei wäre vielleicht bald die beste Variante, oder? Ja. Bevor wir uns hier richtig festkneten, das wird doch nichts mehr. Wir kommen hier ums Verrecken nicht mehr weg. Oder? Sei mal ehrlich, das ist doch kein Durchkommen nicht. Vielleicht da lang. Ne, hier waren wir schon. Da haben wir festgestellt, das geht nicht. Wir hängen jetzt schon fest. Ey, willst du was wir machen? So. Leute, beim nächsten Mal werden wir versuchen, den südlichen Punkt zu finden. Wir kriegen für den Auftrag 10.000. Das würde ich mir ungern entgehen lassen, das Geld. Schauen wir mal. Könnte interessant werden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis hierhin übel geil. Macht voll Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Renni hauen.